jetzt gehen wir mal aufs Dach hoch und gucken, wie es dort aussieht. Ah, hier. Drehgipsplatten. Styropor. Eine alte Treppe. Die sieht sogar schon sehr alt aus. Könnte so, vielleicht aus dem Ursprungsjahr sein. So. Was sieht man hier hinter den Drehgipsplatten? Ich zoome mal ran. Ja, das ist Glaswolle. Hatte ich gehofft, dass es hier nicht ist, aber es scheint nur hier ein bisschen zur Dämmung zu sein. Weil wenn man mal hier ein bisschen höher schaut, da ist die nackte Wand. Na, da gibt es keine Glaswolle, das ist gut. So, als allererstes fällt hier auf, wenn man hier hochkommt, hier sind die Balken, was die Außenwand war damals. Ja, das war die Außenwand. Und hier haben sie die Wand ein bisschen zurückversetzt, also vielleicht 30 cm. Warum auch immer. Da hinten sieht man noch schön Styroporreste. Ja, also das war die alte Außenwand mit Holzverkleidungen, falls man die hier noch sieht. Ja, jetzt hat man hier so einen schönen, was ist das überhaupt für ein Stein? Keine Ahnung. Hier sieht man Klammern in dem Holz, ne, diese Klammern hier. Die halten das zusammen, sonst würde das hier oben vielleicht auseinandergehen. Das ist nicht optimal. Ja, also wenn man die Klammern braucht, weil das Holz irgendwie nicht richtig zusammenhält, dann ist man damals zum Schmied gegangen, der hat einem das hergestellt und dann wurden die da ins Holz reingetrieben. Hier ist genauso nochmal eine Klammer. Hier war auch mal eine Klammer, aber darunter ist kein Balken mehr. Ja, das heißt, hier wurde ein Balken entfernt. Vielleicht damit sie hier die Wand besser hinbauen konnten oder warum der Balken entfernt wurde, weiß ich nicht. So, das machen wir eh auf hier alles, dann gucken wir mal, ob man da wieder einen Balken ranmachen kann. Ein Problem hier ist noch folgendes. Wir sehen hier Zapfenlöcher. Hier eins, da drüben nochmal eins. Und das heißt, hier war wohl auch mal ein Riegel drin, von hier nach da eventuell, wobei der Höhenunterschied ist zu groß, wofür dann dieses Loch war. Vielleicht ging der Riegel in den Balken, der dann hier fehlt, von da, und dieser Riegel ging auch in den Balken, der hier fehlt. Das kann natürlich sein. Hier fehlt noch ein Balken, der hier drin war. Und der gehörte ziemlich sicher hier oben rein, also das war so ein diagonaler Balken, der zur Steifigkeit dazu gehört. Das sollte das Ganze ein bisschen steifer machen. Hat also keine tragende Kraft, Aufgabe, sondern sollte das steifer machen. Ja, und hier drüben sieht man leider, da oben, wie der Balken da auch schon rauskommt. Ja, das ist das, was auf der anderen Seite mit den Klammern verhindert wurde, ist aber hier passiert. Und das passiert, weil irgendwelche statischen Kräfte gewirkt haben mit der Zeit. Vielleicht wurde irgendwas verändert, vielleicht hat es auch mit dem Wegnehmen von den Riegeln und den Balken hier zu tun. Ja, ganz genau kann ich es jetzt nicht nachvollziehen. Ja, auf jeden Fall ist das eigentlich so nicht gewollt. So, jetzt schauen wir uns mal an. Hier sieht man auch neu hinzugefügte Hölzer. Also wir haben die Dachspann und davor sind hier nochmal Hölzer eingefügt. Kanthölzer. Und diese neueren Datums. Ich kann mir vorstellen, dass das Dach durchgehangen ist, dass sich das alles ein bisschen gesetzt hat und dem wollte man entgegenwirken und hat es dann damit wieder ein bisschen nach außen gedrückt. Ja. So. Auf der Seite hier sieht man ganz schön, was für Balken die genommen haben, so wie sie gewachsen sind. Das sind also
krumme Balken. Kann man das erkennen über Video? Ja, ein bisschen denke ich mal schon. Bei dem sieht man es auf jeden Fall, die sind nicht gerade. Finde ich schön, hat seinen Reiz, ist aber schwierig damit zu bauen. Also wenn ich hier mal, falls hier mal eine Dämmung eingebaut werden sollte, macht das alles ein bisschen schwieriger. So, schauen wir mal weiter. Außer den Resten, die hier noch rumliegen, die eigentlich noch entfernt werden sollen, gucken wir uns mal die Balken hier unten an, wie der Zustand ist. Na, da ist schon ein bisschen morsch. Hört es auch. Hier hört es sich anders an als hier. Na, hier ist es dumpfer. Ja, hier ist schon. Na, da ist der Balken tot. Hier ist auch ein bisschen abgefressen. Ja, müssen wir mal gucken, was wir damit machen. Ja, ausgefacht ist es hier mit Backstein oder Klinkern oder Ziegelstein. Der Beton oder was das auch immer ist hier. Was wird denn das sein? Oder könnte das sogar Lehm sein? Ne, ist kein Lehm. Liegt hier direkt am Balken an. Und hier sieht man, das Holz bewegt sich und der Beton bewegt sich anders. Dadurch ist hier eine Lücke entstanden. Ne? Also da sieht man, das ist keine günstige Ausfachung für ein Fachwerkhaus oder für die Gefache am Fachwerkhaus. Okay. So, schauen wir mal weiter. Was sehen wir hier? Hier unten sehen wir ebenfalls, ich zoome mal dahin, der große Balken hier, wo das Kabel dranhängt, ist der Originalbalken des Dachstuhls. Und dahinter haben sie noch einen neuen Balken hingebaut. Warum, weiß ich nicht. Das ist, ja, gute Frage. Irgendwas wurde hier rumgemacht. Irgendwas wurde gemacht. Und dann sieht man auch, so, und hier sieht man nämlich auch, der Balken geht auch direkt in Beton rein. Und hier unten, das heißt es First, da besteht natürlich die Gefahr, dass dieser Beton auch nass wird und damit dem Balken schadet. So, ich werde wohl den ganzen Beton mal wegklopfen. Hier sehe ich gerade, ist im Beton ein Loch. Da kann man nach außen gucken. Seht ihr das? Hier, ja, rausgucken. Also das ist eh nicht dicht, wie man jetzt gesehen hat. Es gibt Ritzen und macht keinen Sinn. Ich werde das alles wegmachen. So, schwenken wir mal hoch. Dieser Balken hier. Ja, der hat hier auch schon ein bisschen Spaß. Der ist auch nicht mehr so optimal. Sieht man auch überall Löcher vom Holzwurm. Aber unten sieht man, ja gut, auf dem Boden wird man nichts erkennen. Aber nee, Sägemehl sieht man jetzt hier auch nicht, keine Häufchen. Naja, die Ziegel, Ja, ich glaube, die kann man noch ein bisschen drauf lassen. Hier gibt es eine alte Tür, die, ja, scheint auch schon älteren Datums zu sein. Hatte wohl mal ein Kastenschloss hier an der Stelle. Mal gucken, wie die aussieht. Ah, das ist die Tür. Ich wollte die gerade anheben und es ging nicht. Jetzt gucke ich mal, ob ich das so. Ja, ich kann die rumklappen. Das ist anscheinend eine Tür, die war hier mal verbaut. Und das haben sie jetzt benutzt, um den Dachstuhl zu schließen. Naja, schließen ist zu viel gesagt. Also hier sind noch große Ritzen frei. Naja, aber gut. Dann weiß ich auch, für was die Tür hier ist. Schauen, ob man die nochmal andersweitig verwenden kann. Was haben wir hier für Steine drin? Hier rennt ja irgendwo eine Spinne rum. Steine. Keine Ahnung.
sieht auch nach Ton aus. Könnten Ziegelsteine sein. Mit Mörtel unten dran und irgendeiner Schüttung hier noch. Aber wahrscheinlich kommt es raus. Darunter ist noch irgend so eine Bahn. Ah ne, das ist nur ein Blech. Ja. Nee, das kommt alles raus. Das liegt hier auch direkt auf dem Balken drauf. Das machen wir anders. So, was gibt's noch? Hier sieht man noch mal schön, wie krumm die Balken sind. Interessant ist Folgendes. Die Art, wie das Dach aufgebaut ist, oder das Fachwerkhaus, ist ein Sprengwerk. Ja, das bedeutet, die ganze Kraft wird übertragen, kommt hier von oben runter, die Sprachen entlang und wird dann von den Balken hier aufgenommen und auf diese Balken weitergegeben. Ja, unten und geht auf die Außenmauern. So, es geht alles auf die Außenmauern, die ganze Kraft. Ja, hier ist die Außenmauer von dem Haus. Also die Stirnseite und hier sind die Längsseiten. Die ganze Kraft wird aufgenommen und nach außen über die Außenmauern abgeleitet. So. Wie sehen die Balken da oben aus? Kurz mal ranzoomen. Naja, ich ahne Schreckliches. Aber das müssen wir uns mal genauer angucken, noch mit einer Leiter. Okay, gehen wir weiter. Wenn wir hier oben ausbauen sollten, wäre die Deckenhöhe hier ganz okay. Das heißt, wir würden dann das oben lassen. Das wäre eine schöne hohe Decke. Nur hier zwischendrin, die Durchgänge wären halt ziemlich niedrig. Ja, also die Höhe von denen bis zum jetzigen Boden sind ungefähr 1,80 Meter. So. Ach, ja, hier unten sieht man auch, es sind sogar die alten Balken in Zement gegossen oder in Beton. Oh, das. Ich bin gespannt, was wir finden werden, wenn wir den ganzen Beton wegklopfen. Ich hoffe, die Balken sind nicht verrottet. Gut, hier sieht man wieder freie Zapfenlöcher. Nicht gut. Ne? Wenn wir mal hier drüben schauen, hier sieht man wieder Riegel oder wie heißen die? Ich weiß nicht, ob die in der Richtung jetzt auch Riegel heißen im Dach. Und die gibt es, zumindest diesen einen hier, gibt es hier nicht mehr. Und hier drüben übrigens auch nicht. Gut. Ah ne, hier gibt es auch keinen, der war vielleicht nie da. Also aber zumindest der hier fehlt. Werden wir wohl auch ersetzen müssen. So, hier oben fällt mir jetzt noch eine Stelle auf. Was wird das sein? Ja, da geht der Balken auch kaputt. Aber es scheint nur eher oberflächlich zu sein. Ansonsten kann man sagen, das ist schönes Eichenfachwerk. Also bis 1850 haben in der Gegend hier sind da noch Eichen gewachsen. Daher weiß man, dass das Haus auf jeden Fall vor 1850 sein muss. Und ich habe jetzt einen Hinweis bekommen, dass es vielleicht von 1820 ist, aber dem werde ich nochmal auf den Grund gehen. Vielleicht ist es auch noch älter. Hier sieht man, die Dachspannen sind, die halten nichts mehr. Also diese Konstruktion hier muss neu gemacht werden. Na, da kommen auf jeden Fall ein paar tausend Euro auf uns zu, nur um die Sparren auszutauschen. Ja, es sind nicht alle, aber einige weisen doch Schäden auf. Und das muss der Zimmermann machen.
Okay. Hier ist noch ein ganz alter Bereich. Also der sieht so aus, als wäre hier oben vielleicht ein Heuboden gewesen oder ne, irgendwas wird hier wohl mal gelagert worden sein. Da sieht man noch die alten Angeln oder Kloben im Rahmen. Schade, dass es die Tür dafür nicht mehr gibt. Hätte mich interessiert, wie die aussah. So, und dann kommen wir eben in den Bereich, wenn hier das Heu oben gelagert war, war das die Decke dafür, die Deckenbalken. Und die sind schon ziemlich niedrig. Ne? Also die sind jetzt vielleicht 1,90, 1,95 hoch. Wenn man da drunter oder zwischendrin eine Decke macht und hier unten ausbaut mit Fußbodenheizung und so, dann wird das schon eine sehr niedrige Decke. Na, mal gucken, wie sieht denn das hier aus? Ah, das ist alles. Also hier sieht man auf der Oberseite, vielleicht ist es von oben feucht geworden, ist es Heu feucht geworden oder was. Die Oberseite hier ist doch schon ziemlich großflächig kaputt. Und bei dem genauso. Also die geht fast bis zur Hälfte des Balkens durch. Die Fäulnis. Sieht man das? Na, da sieht man schön die Grenze, wo es gut ist. Das ist das Holz bis hier. Und da oben, das ist weich, kann man abkratzen. Das ist kein richtiges Holz mehr. Und das geht durch. Und das ist bei allen Balken so. Okay, mal schauen. So. Hier nochmal irgendwelche Zapfenlöcher, die nicht gefüllt sind. Nein, da sehe ich nichts. Hier drüben auch keine, das ist schon mal gut. Fehlt nichts, fehlt nichts. Okay. Schauen wir mal kurz in die Decke nochmal rein, wie es da oben aussieht. Oh, das ist natürlich nicht so schön. Ich zeig's mal. Da hat sich die Holzverbindung gelöst. Okay. Moment, hier. Ist rausgerutscht, der Zapfen. Hui. Und dann sieht man auch bei den anderen Zapfen, das sind Hölzer reingeschraubt. Wahrscheinlich um genau das zu verhindern. Wahrscheinlich soll genau das verhindert werden, dass es raus. Ne, also das scheint bekannt gewesen zu sein, dass die rausgehen. Und das haben die Leute dann geflickt. Und beim einen ist es rausgegangen. Muss man auf jeden Fall wieder reinmachen. Vielleicht muss der Balken sowieso ausgetauscht werden. Naja. Gut. Hier ist noch eine alte Tür aus den 60ern, oder 60er, 70er, so sieht die aus. Hier sieht man das Fachwerk. Schön mal zu sehen. Das ist die einzige Stelle im Moment im ganzen Haus, wo man das Fachwerk ausgefacht sieht. Hier auch wieder mit irgendeinem Mörtel und mit Backsteinen ausgefacht, was natürlich nicht sonderlich dicht ist. Hier ein ziemlich altes Fenster. Gucken wir mal raus. Hier noch, auch noch ein altes Fenster. Ohne Griff. Was ist dahinter? I. Okay, ah doch, hier ist der Griff. Ah. Ist wohl das gleiche Fenster, was hier ist. Ja, wo war das dann? War vielleicht an der anderen Seite, da wo sie da hinten, ja, wo sie zugemacht haben. Vielleicht können wir das da wieder reinsetzen. So, und dann gibt es hier noch eine alte Tür. Und die Glasscheiben sind sogar, wenn ich es richtig sehe, noch in Ordnung. Na, da hinten wurde irgendwas geflickt mit Holz. Aber das ist eine ziemlich große Tür, also breit. Ah, da ist ein Loch drin. Wollen wir mal gucken. Vielleicht kann man die nochmal irgendwie restaurieren. So, gehen wir mal zum Fenster.
Erstens, hier unten hängen Stofffetzen raus. Das Fenster wurde notdürftig abgedichtet irgendwie. Wenn man mal hier zur Seite reinguckt, dann sieht man, das ist überhaupt nicht dicht. Also hier zieht es rein. Und das ist nicht der einzige Teil, wo es reinzieht. Wenn man hier oben mal guckt, ich zoome mal ein bisschen ran. Da sind auch Löcher drin in diesem Gitter. Das heißt, hier können alle möglichen Tiere, Vögel übernachtet haben oder gelebt haben. Ja, hier oben sieht man noch original. Da ist mit Lehm noch ausgefacht. Hier neben diesem Stofffetzen sieht man das ganz schön. Da ist noch Lehm drin. So, Fenster. Okay, das sind echt kleine Fenster, so breit wie meine Hand. Hier rausschauen. Erstmal ein schöner Ausblick. Hier sieht man gleich die Pfrimm. Ja, ich hoffe, dass das im Sommer schön nutzbar ist als Badefluss oder so. Gucken wir mal an der Wand entlang nach oben. Und da sieht man. Löcher vom Specht. Also hier hat irgendwann mal der Specht drin gewohnt. So, gucken wir uns den Balken an. Der sieht natürlich schon ziemlich verwittert aus. Ich denke mal, dadurch, dass das Eiche ist, hat er die Jahrhunderte irgendwie überstanden, ohne zu zerfallen. Naja, sagen wir es mal so. Nur teilweise zu zerfallen. Uiuiui. Gucken wir mal, ob das auch neu gemacht werden muss. So. Okay, dann gehen wir wieder mal raus. Was ist hier für ein Boden? Ah, hier sind irgendwelche Fasern. Hier ist noch ein Lehmboden. Ah, hier ist noch ein Lehmstück. Na, das sieht man. Mit Stroh. Strohlehmboden. Okay. Hier fangen dann die Steine an. Oder die Ziegelfliesen oder was auch immer. Finde ich gar nicht mal so schlecht. Ziegelfliesen. Ja. Sind durch die Schwere natürlich auch schön schalldämmend. Aber hier liegt überall Karton rum auf dem Boden. Und ich frage mich, was das soll. Und es sind, vor allem wenn man über den Boden läuft, dann sind überall Hebungen und Senkungen. Ich guck mal hier drunter. Oh, noch mehr Karton. Gut, also da ist irgendwas. Wenn wir es aufmachen, gucken wir es uns nochmal genauer an, dann seht ihr es. Gut, hier wieder schön die eingebetonierten Dachsparren. Das wird auch sehr spannend, wenn wir hier den Beton wegmachen. So, sieht der Balken aus. Oh. Der ist feucht. Das spürt man schon, wenn man hier hinlangt. Also wenn wir den ersetzen müssen. Oder vielleicht flicken mit der Kronentechnik. Das wird auf jeden Fall ein höherer Aufwand. Dachführung lassen wir mal soweit. Wir werden sehen.